Vielsprachigkeit ist ein wesentlicher Aspekt der Arbeitsweise des Gerichtshofs der Europäischen Union. Denn ein Gericht in einer Sprache anrufen zu können, die man versteht, und Gerichtsurteile lesen zu können, ist ein fundamentaler Bestandteil der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Deshalb kann der Gerichtshof in jeder der 24 Amtssprachen angerufen werden. Von nationalen Gerichten vorgelegte Fälle werden in der Sprache des nationalen Richters behandelt. Kläger, die sich direkt an den Gerichtshof wenden, wählen die Amtssprache der Union, die sie verwenden wollen. Das ganze Verfahren wird dann in dieser Sprache durchgeführt und der Gerichtshof sorgt, wo erforderlich, für Verdolmetschung und Übersetzung. Die vom Gerichtshof veröffentlichten Urteile sind dann am Tag ihrer Verkündung in allen Sprachen verfügbar. Dieses Bekenntnis zur Vielsprachigkeit, einem zentralen Wert des Gerichtshofs, bedeutet, dass der Gerichtshof einen effizienten Übersetzungsdienst hat, dessen juristisch ausgebildete Übersetzer jedes Jahr Übersetzungen im Umfang von über 1 Million Seiten anfertigen, während andere Mitarbeiter als Dolmetscher arbeiten und in den vielen mündlichen Verhandlungen, die jede Woche beim Gerichtshof stattfinden, simultan dolmetschen. Ihre Arbeit gewährleistet, dass die Entscheidungen des Gerichtshofs von Bürgern, Juristen und nationalen Richtern in der ganzen EU in ihrer eigenen Sprache gelesen und verstanden werden können und stellt sicher, dass wir alle gleichen Zugang zum Gerichtshof haben.